Kein Komfort, kein Dach, keine Frontscheibe und 100% Grip geeignet. Der Lotus 211 ist nur für eines gedacht. Fortbewegung auf vier Rädern und das so kompromisslos wie möglich. Ein echter Rennbolzen für die Straße. Leichtbau pur. Eben typisch Lotus. Mit dem Lotus 211 wird die Firmenmaxime von Colin Chapman aus den Anfangsjahren Performance through Lightweight, also Performance durch Leichtbau, wirklich vollkommen auf die Spitze getrieben. Das Teil wiegt nur 730 Kilo, hat 255 PS, 1,8 Liter. Ein kleiner Motor, der sehr genügsam ist, heute wieder aktueller denn je. 9 Liter verbrauchte. Und trotzdem geht das Ding von 0 auf 100 in 4 Sekunden. Die Daten des Lotus 211 nochmal zum Mitschreiben. 255 PS beschleunigen das puristische Leichtgewicht auf 250 km/h Spitze. Von 0 auf 100 geht's in 3,9 Sekunden. Verbrauch laut Hersteller 9,3 Liter Super Plus. Wer viel Aufmerksamkeit möchte, für knapp 60.000 Euro bekommt er sie. Jede Pferdestärke muss nur 2,8 Kilo bewegen. Der Motor hat mit dem Materialmix aus Kohlefaser und Aluminium sprichwörtlich leichtes Spiel. In den ersten beiden Gängen geht die Kiste ab wie, weiß ich nicht, das ist unbeschreiblich. Dabei überrascht der 211 schon auf den ersten Metern. Er ist kein sich schwierig gebärdender Rennwagen. Der Hingucker fährt sich so einfach wie der Polo von Mutti, nur mit dem Beschleunigungsgrip und Traktionsvermögen eines Formelrenners. Der Lotus 211 liegt auf der Straße wie das viel zitierte Brett, das ist wirklich pervers. Du sitzt auch mit deinen Arschbacken, glaube ich, ungefähr so ein Stück über dem Asphalt. Das Einzige, was mich ein bisschen stört, ist, dass er so tendenziell so ein bisschen untersteuert ausgelegt ist. Eine kleine Spaßbremse, die der Sicherheit dient. Mit Semi-Slicks baut der 211 so viel Grip an der Hinterachse auf, dass Matthias den Lotus nicht zum Driften bewegen kann. Vielleicht besser so, denn Mittelmotorboliden reagieren oft giftig auf Lastwechselreaktionen. Aber auch so saugt sich der Leichtbaurenner wie kein anderer Wagen durch enge Kurven. Es gibt keine Lüftung, es gibt keine Servolenkung, es gibt keine Heizung, es gibt keine Klimaanlage, es gibt keine Sitzheizung, es gibt kein Radio, es gibt gar nichts, es gibt noch nicht mal eine Frontscheibe. Dafür gibt es Rennwagen-Feeling pur. Ein kompromissloses Trackcar nennt Lotus den 211, abgeleitet von der Exige-Baureihe. Riesiger Heckflügel, Überrollbügel und tellergroße Bremsscheiben zeugen von der rennsportlichen Abstammung. Unter der Kohlefaserhaut steckt ein geklebtes Aluminiumchassis. Keine Verkleidungen, kein Teppich, nur Rennsportaccessoires im Innenraum. Inklusive der verstellbaren Differentialsperre. Der 211 ist zwar sauschnell, aber als Fluchtauto nicht wirklich geeignet, denn das Einsteigen gestaltet sich etwas schwieriger. Die Türen fehlen nämlich gänzlich, also muss man hier irgendwie einsteigen und dabei kann man sich ganz schön verrenken, weil man nämlich hier natürlich nicht auf das Leder treten darf. Aber ich habe die Lösung. Man geht einfach hinten rum und steigt über die Beifahrerseite ein. Viel einfacher, weil da darf man nämlich dann das Alu-Dings hier nutzen, um einzusteigen. Dann hier über den Schaltknauf. Und dann lässt man sich hier so langsam tief bis fast auf den Asphalt eingleiten. So, dann kommen die Vierpunktgurte. Sie sehen, die Einsteigeprozedur ist etwas komplizierter. Aber dafür ist man dann auch richtig festgeschnallt. Sitzt man endlich im Lotus, besitzt man die Herrschaft über 255 PS. Die spendiert ein 1,8 Liter großer Vierzylindermotor, Kompressor unterstützt aus dem Hause, nein, nicht Lotus, sondern Toyota. Dann Zündung an, Startknopf drücken und Spaß haben. Und den hat man. Standortwechsel. Matthias fährt mit dem 211 zum Gardasee. Am Monte Baldo bei Torbole gibt es die engste Bergstrecke in der ganzen Region. Genau das Richtige für die Grip Challenge. Die Challenge soll sein, dass ein Mountainbiker schneller diesen Berg runterfährt als ich. Finde ich schon mal, ehrlich gesagt, eine ziemlich kühne Annahme, dass er schneller ist als ich.
auch unübersichtlich. Und es gibt verdammt viel Geröll, scheiße. Also das ist hier weit entfernt von dem, was der Lotus wirklich kann. Aber egal, also jetzt kann ich mal ein bisschen weiter gucken. Das ist auch schon wieder vorbei. Matthias muss auf Sicht fahren und auch auf andere Radfahrer und Wanderer achten. Zudem hemmt ihn die geringe Bodenfreiheit. Aua, 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 aua. Aua, 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 aua. Mal gucken, ob der Frontspoiler noch dran ist oder ob er da vorne rumliegt. Ah, nee, keine größeren Teile verloren, kann es ja weitergehen. Matthias Kontrahent für die Challenge, Falco Ruppert, 23-jähriger Downhill-Semi-Profi aus Singen. Er fährt natürlich den direkten Weg. Da kommt da der Mann ohne Motor. Falco, grüß dich. Servus Matthias. Hi. Hi, hi. Schönes Fahrrad. Auf jeden Fall. Kein Motor? Nein, nein. Mensch ist die Maschine. Ja. Aber wenn es bald runter geht? Läuft, läuft. Aber so richtig schnell ging das gerade nicht, ne? Ja, die Strecke hier ist nicht ganz so einfach, also es ist ziemlich technisch. Wieso? Das ist steil und viel Geröll? Sehr viel Geröll und das macht sie ziemlich gefährlich. Aber du hast sicher auch eine Menge Spaß hier. Das ist vor allen Dingen genau das richtige Gerät dafür. 255 PS, 730 Kilo. Der liegt auf der Straße wie ein Brett. Nur mit dem Fliegen muss ich ein bisschen aufpassen, dass ich hier keine Einschläge kriege im Gesicht. Hast du schon Schiss? Hast du schon Schiss? Ich habe keinen Schiss. Also geht's los. Pass auf, dass du nicht an der falschen Stelle auf der Straße stehst. Ciao. Ciao. Wer geht aus der Grip Challenge Lotus 211 versus Downhill Mountainbiker als Sieger hervor? Matthias oder Falco? Matthias Strecke, ein 4,4 Kilometer langes Asphaltband, gespickt mit 53 engen Kurven. Falco nimmt den direkten Weg nach unten. Ein 1,3 Kilometer langer, steiler Pfad mit Felsen und Wurzeln im Weg. Dazu viel loses Geröll. Okay, Falco, bist du soweit? Auf los geht's los. 3, 2, 1, los. Falco will sofort Meter gut machen. Die Ideallinie hat er sich vorher gut eingeprägt. Matthias dagegen kämpft mit der Strecke und der Technik. Eieieiei. Enge Kurven und die Reifen sind kalt. Oh. Da ist er, ich hab ihn gesehen. Die Mountainbike-Strecke kreuzt die Straße mehrere Male. Falco hat kein Auge für den Lotus und geht volles Risiko. Okay, also der Typ stürzt sich den Berg runter, als wenn es nichts gibt nach diesem Rennen. Und dann hat Matthias am Anfang auch noch Gegenverkehr. Falco dagegen hat flache und gut befahrbare Passagen vor sich. Er macht ein paar Meter gut. Doch dann kommt die nächste gefährliche Straßenüberquerung. Wirft der Mountainbiker den Anker? Doch kann Falco das mörderische Tempo halten oder macht die Kondition schlapp? Matthias wähnt sich siegessicher. Noch. So, würde ich sagen, wir müssen diesen Schnitt halten, damit wir am Ende noch ein bisschen vorne sind. Hier leider sehr weit rüber. Und schon treffen die beiden wieder aufeinander. Jetzt liegt Matthias knapp vorne. Und nächste Kehre, kommt er nochmal? Da ist er wieder. Hallo! Die Strecke wird für beide flacher, aber für Matthias und seinen Lotus nicht leichter. Ist jetzt bald mal wieder die nächste Kehre, kommt. Ja, hier geht's schnell. Vorne ist die Sprungkuppe, schön langsam. Während Falco auf seinem vollgefederten Bike weiter Stoff gibt, nimmt Matthias den letzten Kilometer in Angriff. Noch 9 Kurven bis zum Ziel.
Da wird der Lotus Bendiger von einem bergauf fahrenden Mountainbiker auf der nur 2 Meter breiten Passstraße eingebremst. So, wo kommt der Falco? Kommt er? Keiner weiß genau, wo der andere steckt. Wer ist vorne? Downhill Mountainbiker Falco oder Lotus-Pilot Matthias? Für Falco ist das Ziel in Sichtweite. Und Matthias freut sich. Ah, nee, doch nicht. Zu früh. Er geht als Zweiter durchs Ziel um Haaresbreite. Schon wieder verloren. Scheiße. Aber knapp, hä? 3-mal habe ich dich gesehen. Boah, arschknapp. Ich hatte richtig Schiss, dass du mich umfährst.